So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV Format. Ich bin ein bisschen überrascht, dass der Markt dann wirklich das Wunschszenario dann spielt, was ich am Wochenende mir sozusagen ausgedacht habe oder was halt auch wahrscheinlich war. Und da schauen wir auch gleich mal darauf. Also das Wunschszenario im DAX lief also unterhalb von 9.850, das war auch die Bedingung, ja, dass er hier das Gap schließt. Das hat er jetzt heute Morgen, also um 9 Uhr, nahezu exakt erledigt und steht jetzt wieder über 9.600 Punkten. Also soweit, hier ist es wirklich soweit so gut erstmal, ja, nur ist es halt schwierig, jetzt hier einen Stopp zu definieren, ja. Wenn es jetzt hier wirklich das Tief war, dann ist es natürlich sehr einfach, hier den Stopp hinzusetzen und auf so eine Aufwärtsbewegung zu spekulieren. Aber ja, sonst muss man es eben individuell, beziehungsweise halt, was ich am Wochenende auch genannt habe, eben unter dieses Tief eventuell setzen. Ja, hier knapp unter 9.520, aber da kann es dann auch sein, dass man eventuell unglücklich ausgestoppt wird und es dann eine zweite Aufwärtsbewegung gibt. Aber schauen wir eben auch noch im Dow Jones an, der mir eben hier am Freitag schon ein bisschen suspekt war, dass eben hier es nicht groß nach oben weggehen, obwohl der S&P 500 Index ja wirklich eine astreine Reversal-Kerze hingelegt hat. Und hier, wenn man auch hier sieht, ist er exakt an die untere Begrenzung hin und hat hier tatsächlich dann gedreht. Nur jetzt die internen Aufwärtsmuster lassen eben noch ein weiteres Tief sogar zu, auch so. Also könnte man hier eventuell noch zuschlagen. Aber wie gesagt, alles auch hier, alles antizyklische Setups, wo eben schwierig Stops zu definieren sind. Also jeder muss dann sowieso selber darauf schauen, wann er das Szenario für nicht mehr wahrscheinlich hält. Aber dass der Markt jetzt wirklich diese Wunschszenarien spielt, ist, ja, sage ich mal, schon erstaunlich. Was gestern noch auch Kauf war, dann war eben Silber, bevor eben nochmal auf Tagesbasis auch die 12,20 erreicht worden sind, ist man dann long gegangen und konnte heute jetzt den ersten Move sozusagen abschließen, sollte dann hier an der Oberkante des Rainbows drehen, tat er dann auch gleich und fiel jetzt wieder ab. Also wenn man jetzt auch diesen Prognosepfeil hier 1:1 verfolgt, dann sollte es auch jetzt hier nicht mehr groß tiefer gehen. Auch wirklich jeder Tagesschlusskurs jetzt unter 12,20 wäre definitiv negativ für dieses Szenario. Sonst den Stopp behalte ich erstmal hier unten. Wie ich es schon gestern gesagt, kann man auch an jedes Tief der vorigen Kerze einfach den Stopp mal nachziehen. Hier wäre es theoretisch echt auch sinnvoll, auf ca. 14,05 hochzuziehen. Sonst wäre jetzt hier schon das Setup gespielt hat im DAX, ist hier definitiv bei 9,680, 9,690. Ein harter Widerstand, der auch hier im Tageschart mit dieser Aufwärtstrendlinie wieder ableitbar ist. Der liegt eben auch hier bei 9. Oh ja, wenn hier das Guidance mitspielen würde, ja hier 9,680. Weiter jetzt hier die Wochenkerze. Ja, wir haben was Dienstag, sagt jetzt nicht besonders aus. Die, was den Markt halt trägt, sind die Siemens-Aktien. Die haben gute Zahlen hingebracht. Daimler, was ich auch kurz erwähnt habe, was nicht so mehr so gut aussah, hätte schon deutlicher die Vorwoche halt performen sollen, liegt auch im Minus. Sonst habe ich aktuell keine großen neuen Aktien-Setups auf Lager. Dann melde ich mich eben später. Danke fürs Zuhören und weiterhin gute Trades.